Moment habt ihr gewusst, dass ihr etwas in der Finanzwelt möchtet verändern? Ja, ich bin sehr früh mit einem Praktikum, das ich über eine Studentenorganisation, Austauschorganisation ISEC gemacht habe, in den Philippinen gewesen. Ich habe dort die Armut, aber auf der anderen Seite auch die Abfallberge gesehen. Und das war für mich eigentlich klar gewesen, dass ich da in diesem globalen Thema irgendwie eine Rolle spiele. Was war dort das Schwierigste gewesen? Das ist ein kultureller Schock. Ich bin in einer Firma gelandet, wo es gang und gäbe war, dass wir mit der Arbeit auf dem Tisch gegessen haben. Also ohne Besteck und ohne Teller. Also es hat verschiedenste Facetten, wo man zuerst ein bisschen zu Gang kommen muss. Man muss auch einen Weg finden, dort konkret in dieser kleinen Firma mit der Eigentümerfamilie, dass man wirklich auch einen Beitrag leisten kann. Aber ich muss sagen, ich empfehle das eigentlich jedem, möglichst früh mal ein bisschen in die Ferne schweifen und Erfahrungen machen, weil das ist sehr, sehr interessant im Prinzip auch für später. Wie viele Absagen muss man in der Schweiz hinnehmen, bis so ein neues Geschäftsmodell funktioniert? So etwas aufbauen, das ist eher ein Marathon als ein 80-Meter-Sprint. Der Bankkund wechselt nicht gerade quartalsweise seine Bank. Was ist so das wichtigste Learning, das ihr aus der Anfangszeit hat mitgenommen habt? Dass man sich immer wieder überlegt, kommuniziere ich das relativ komplexe Thema Nachhaltigkeit und Finanzmärkte auf eine gute Art, dass das Leute effektiv auch verstehen und irgendwie im optimalen Fall auch begeistern. Der hat uns noch einen persönlichen Gegenstand mitgenommen. Was ist das? Ein Turnschuh, wo die Obermaterialien zu 100% aus Plastik kommen, von den Küsten, weil das Plastikproblem wird uns auch noch ein bisschen beschäftigt. Also wir müssen es mehr in Kreisläufe denken und in verträglicher Weise, wie wir wirtschaften. Gibt es noch einen Traum, den ihr nicht möchtet erfüllen? Ja, unbedingt. Bertrand Piccard hat uns vorgemacht, im Mobilitätsbereich, wo wir viele Probleme haben, ist es möglich, auch mit solarbetriebenen Flugzeugen umeinander zu reisen. Und ich möchte, eine der nächsten Weltreisen, die ich mit der Familie mal plane, in so einem Solarfahrzeug mache, wo wirklich dann keine Klima- oder CO2-Komponenten mehr hat.